Hey, was geht ab? Ich bin Damas Aaron und willkommen auf dem About You Pangea Festival Gelände. Welcome to Pangea Pimp My Ding. Guckt euch das Beautiful Baby von hinten an. Toll, geil. Hält alles aus, das was es soll. Wir fahren durch das About You Pangea Festival Gelände in einem geilen, tollen Ride und stellen euch die Leute vor, die dieses Festival zum Festival machen. Wir fahren jetzt zu Halle 5. Dort treffen wir Marv unter anderem und auch noch ganz viele andere Leute, die ganzen Heavy-Sachen auf dem Festival umbauen, bauen und erschaffen. Wir befinden uns jetzt genau vor der Halle 5. Dort, wo die ganze Magie passiert, beziehungsweise die ganze Magie steht und dann rausgefahren wird aufs gesamte Gelände. Und by the way, für alle, die es nicht wissen, das ist auch Marvs Imperium. Deswegen, und kommt mit. Ich bin Marv und ich mache ein bisschen Bau. Schaut euch mal dieses geile Gefährt an. Das ist, ich glaube, custom made von den Leuten von Finn Kliman, vom Klimansland. Ich bin Julian, moin. Alex. Hi, ich bin Lea. Hi, ich bin Felix. Und wir arbeiten im Team Deko. Wunderbaren Markus. Okay, ich stelle euch jetzt mal Markus vor. Markus macht alles rund um Deko. Alles, was wunderschön aussieht aus dem Festival, macht Markus. Und ich erwische ihn gerade. Sag mal, die Telefonzelle, die sind doch alle auf dem Gelände verteilt, oder? Genau, die sind auf dem Gelände verteilt. Und ja, das hatten wir uns vor 3-4 Jahren, haben wir gesagt, auf coole Idee, haben wir mal auch natürlich irgendwo gesehen. Ja. Und haben gesagt, ja, viel funktioniert. Dann haben wir uns rangesetzt und mit einem Kumpel von uns. Und der hat dann gelötet und dann versucht, dass die Telefone überall klingeln. Also sind auf dem ganzen Platz. Das hat funktioniert. Das Motorrad habe ich gesehen, ja, natürlich. Wo ist mein Motorrad? Ah. Nein. Kann das sein? Haben wir auseinandergebaut und es mal hübsch gemacht. Nee. Es stand hier. Okay. Und wo es jetzt steht, komm, ich hab's gefunden. Nee. Wir haben ein bisschen die Reifen aufgepumpt. So. Was ist das denn für ein Ding? Es passt zu deiner Frisur. Die Reifen sind auch größer. Na, das ist, da kann man treten. Ja. Und dann dreht sich das Karussell so. Das, glaube ich, war so ein... Das war meine Idee. Naja, jetzt ist sowieso immer alles kompakt. Ne? Am Ende wird ja alles zusammengebaut und dann ist es ja was Verrücktes. Hi, ich bin Martha von der Vintage Wardrobe. Hi, ich bin Domi von der Vintage Wardrobe, Team Bauleitung. Markus, du hast uns deinen Mitarbeiter nicht vorgestellt. Kausi, auf die Züchter. Hi, Kausi. Ja, wenn du die Schraube einladst, sieht sich das ganz komisch auf jeden Fall. Und außerdem fehlt uns deine Schraube. Ja. Und ein Filmer fehlt uns dann. Nur, dass du das mal gehört hast. Ja, ich bin Falco. Oh, wow. So, das war Halle 5. Jetzt fahren wir zu Halle 4 und dort wird sich erstmal ein Kaffee geholt. Denn in Halle 4 ist auch immer die komplette Küche und das Catering für alle Leute, die an diesem Festival mitarbeiten. Geht gleich alles los. So, mein Freund, ey. So, das ist die riesige Halle 4 und vor der Halle 4 befinden sich gerade Teile der BMX-Anlage und komm einmal mit, damit ihr ungefähr so ein Größenverhältnis bekommt, wie steil es hochgeht. Wir sind jetzt in der Halle 4 und bei dem Caterer unseres Vertrauens, denn auch Robert, der Caterer, meinte, ist der Koch schlecht, ist das Team schlecht. Deswegen Essen auf dem Festival und vor allem Teamessen muss klasse sein. Deswegen stelle ich euch mal Robert vor. Red Cook. Also heute gab es Bolognese. Yeah. Einmal vegan, einmal mit Fleisch. Beide wollen sie hier auch immer Fleisch essen. Wie viel Mäuler musst du aktuell so ein bisschen zur Zeit so 20. Okay. Im Dreh. Also ich denke mal am 2.8. geht es dann richtig los. Bis dahin werde ich nachher auf 40 kommen. Okay. Und ab dem 2.8. 150, 200, 250. 250. Genau, dann kannst du noch mal keine. Meine Frage ist immer, wenn du es irgendwie schaffst, für 250 Leute zu kochen, ganz einfache Frage, kannst du für 4 Personen kochen? Nein. Geht nicht, oder? Nee, das ist eigentlich immer versalzen. Also ich greife immer richtig im Salztopf rein, okay. Das mache ich bei 4 Personen auch. Ja. 250 Leute, Reis kocht man ja ungefähr 30 Kilo. Ne? 30 Kilo Reis? Ja. Geil. Robert, so. Hau rein, vielen Dank. Genau. Und bis ganz bald. Dann macht's mal los. Mahlzeit, Robby. Moin, ich bin Coco. Hallo, ich bin Marianne und bin vom Vintage Weather. Das ist der Bock, der Wandbock, weil er Bock hat.
Airport. Weißt du? Falls ihr mehr Infos haben wollt zum About You Pangea Festival, dann geht einfach auf Instagram About You Pangea Festival ein und dann findet ihr alle Infos zum Festival.